Also wir sind jetzt hier direkt so mal in so einer Art Kunstecke angekommen. Hier sitzen ganz viele Comic- und Porträtzeichner und sind dann Zeichner. Und ich muss sagen, es hat wirklich ganz schöne Arbeiten darunter. Wirklich toll. Das ist dann der erste Teil und dann nachher ich es natürlich kolorieren und ja. Die ganzen Sachen wie Nähte und so, da tue ich auch alles so wie ein Schaffen und kneten und dann nachher... Aber texturieren? Da tue ich auch alles. Nein, texturieren tue ich es eigentlich auch im ZBrush rein. Ja. Dann rendern tue ich es in KeyShot und so Sachen. Ja. Aber es gibt natürlich auch so, je nachdem, wenn ich es dann nachher noch animieren oder so, dann nehme ich es dann auch in Cinema rein. Ja, genau. Da habe ich es jetzt da gesehen, wir jetzt mal ein Beispiel, das ich gemacht habe, wo ich es dann animiert habe. Also da habe ich dann setze ich natürlich das ganze Rig hin, mache ich dann da rein, also da sehen wir da alles Zeug, die Ohren, die sich bewegen. Mhm. Das Coole ist halt, wenn es 3D ist, also ich kann es auch wirklich von allen Seiten nachher shooten. Also wir sind jetzt schon das Ziel da und es ist mega spannend und es gibt mega viel zu malen. Wie gefällt es dir? Bin voll fertig. Geil, voll die Reize überflutig und es ist einfach einmal etwas anderes ja. Und es macht auf jeden Fall mega Spaß. Voll die andere Welt. Genau, ich glaube man braucht irgendwie gefühlte 8 Stunden pro Stockwerk. Und die Künstler, die jetzt uns glaube recht hat, weil du kannst viele Leute bei ihrer Arbeit zuschauen und es ist echt toll. Und jetzt gehen wir weiter. Stehen jetzt ganz viele kostümierte Leute. Das wird irgendwie prämiert, also das beste Kostüm. Mega schöne Sachen drunter. Nintendo console.
Mann, ist Fabian da! Langsam müde. Die Beine sind gar nicht mal so schwer, gell? Nein, aber der Kopf. Jetzt haben wir so etwa 5 Uhr und Fantasy geht noch bis um 7 Uhr. Und geht auch noch bis am Sonntag. Also die nächsten 3 Tage da ist wahrscheinlich auch noch viel los. Schnell vergeht die Zeit. Jetzt haben wir schon wieder 6:30 am Abend und wir sind jetzt gerade aus der Messe rausgelaufen. Die schließt in einer halben Stunde und wir beide sind voll im Arsch. Ja, genau. So viel Reizüberflutung und so. Und wie war deine erste Fantasy-Phase? Sehr eindrücklich. Da kommst du nicht mehr aus dem Staunen raus. Ja, genau. Und an jedem Ecke siehst du etwas Neues, Mögliches und Unmögliches. Von durchgeknallt, ja, genau, bis geht gar nicht und hauptsächlich man fällt irgendwie auf, oder? Ja, nein, ist mega schön, ja. Auch die Stände, es hat asiatische Stände gehabt, ich denke mal so von Japan und Korea und so, mhm. Und ich glaube, es hat für jeden etwas dabei gehabt, also von Horror über
Spektakulum, mittelalterlich und Comic und so. Das ist basic, genau. Comic. Ja, Star Wars Zombies hat sogar auch gehabt, so eine Komm auf die dunkle Seite-Ecke. Ja, so. Genau. Und da schmeckt es nach Shit. Ja. Rausgekommen, eins rauchen. Ja, genau. Wenn es gerade eingenäbelt. Ah, schau, da ist die. Auf jeden Stumpen. Fall ist passt doch gut aufs Video. Ja, weil, genau. Nein, auf jeden Fall war es ein toller Tag. Und jederzeit wieder. Genau. Und wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, dann kommt bis am Sonntag da auf die Fantasy Basel. Genau, und sonst das nächste Jahr. Genau, da sind wir auch wieder dabei. Macht's gut. Tschüss. Liebet lebensfroh. Ciao. Ciao. Drive.